Hallo, meine Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Na, wie man sagt, ist ja das zweite Let's Play, was ich mache. Aber es ist ein anderes Let's Play als Bausimulator, was auf meinem Kanal ist, nämlich Fernbus-Simulator. Fernbus-Simulator, ich fahre nicht so viel Paluten. Ich möchte das auch nicht so gestalten, wie ich auch. Ich fahre einfach durch Deutschland oder durch die Schweiz oder Österreich, die wir, wie die ja schon freigeschaltet sind. Nein. Ich möchte mit euch darüber reden, das heißt Q&A, oder heute haben wir ein Thema, was schon ganz Europa beschäftigt, schon seit dem 25. Mai. Alle haben wahrscheinlich mitbekommen, es geht um die DSGVO. Darüber aber später. Wie gesagt, um da ein bisschen ein paar Strecken zu fahren, habe ich erstmal eine Deutschlandtour aufgerufen. Das heißt, wir können ganz Deutschland fahren, aber wenn ihr wollt gerne mal die Schweiz oder die Österreich sehen, wie die mal gemacht haben. Dann schreibt das mal gerne hin. Oder wenn ihr sagt, ach komm, ich möchte mal, dass du die zweite Tour einfach Offroad fährst, dann mache ich das auch mal. Aber wie gesagt, ist über eure Entscheidung. Wie gesagt, Fernbus Simulator, die Playlist verlinke ich euch mal oben oder hinten in der Videobeschreibung, ist ja auch verlinkt. Und bei mir ist nicht nur einer dabei, ich mache gerade eben den Busstartler und dann erzählt mein Gast ein bisschen was darüber, über die DSGVO. Oder erstmal, wie er sich das so vorstellt. Und das ist der Boy, der auch mich beim Fernbus-Simulator begleitet. Hallo, bin auch da. Wir würden jetzt mal starten mit dem Let's Play. Einsteigen, losfahren, einloggen. Ja, mal schauen. Wie es wird. Ja, warum ich das die ganze Zeit mache, ist nicht so, weil ich irgendwie nur Langeweile habe, um zu spielen. Nein. Es geht darum, ihr kennt mich ja wahrscheinlich auch, ich mache ja auch sehr viele Schützenfest-Videos und darüber geht's eigentlich auch. Weil seitdem da die Schützenfest-Videos haben ja sehr viel mit Datenschutz zu tun, was man ja auch verstehen kann. Jetzt ist es aber halt so. Wegen den Datenschutz ist es ja nicht mehr alles genau das gleiche. Aber ich möchte da jetzt nicht so viel rumreden. Ich mache eben den Bus startklar. Und dann springe ich vor, wenn ich dann die Passagiere einchecke. Bis dahin. Bus ist startklar und damit fahren wir jetzt los, erstmal die Passagiere abholen. Das Tor geht wie immer sehr, sehr spät auf. Und ich muss sagen, ich habe Fernbus-Simulator habe ich schon mal lange gespielt, aber ich hatte nie das so richtig Bock aufzunehmen, weil ich noch nicht so ein Gesprächsthema hatte. Wie gesagt, ich versuche mein Bestes, ja, sowohl also schneidet momentan nebenan, wenn das ein bisschen stört, er versucht es leise zu machen, aber wie gesagt, das erste Video ist ja am 3.10. hochgekommen und bei mir ist es so, ich lade es, ich habe mich vergessen, länger zu sitzen, Entschuldigung, ich lade es jeden Mittwoch um 15 Uhr hoch und The Boy versucht es jeden Freitag um, genau, 16:30 Uhr. Ich weiß nicht, wenn ich richtig Zeit im Kopf, aber das muss auch schon so gehen. Ja, gut. Ja, wahrscheinlich weiter. Ja, alles klar. Also dann wird wahrscheinlich dieses Video online sein, wenn mein Video online ist. Genau, also mein oder Video eine Stunde früher. Auf ja, jeden also mein Fall. Video könnt ihr in die Videobeschreibung machen. Genau, ich möchte so gerne machen, dass wir immer Mittwochs machen wir immer, machen wir immer sonst Bausimulator-Tag und Freitag, wenn dann Fernbus-Simulator-Tag. Oder dann halt schon, ey, dann ist Freitag so ein Vorflex-Tag oder irgendwie sowas. M1. Ja, wie gesagt, wenn wir nur besondere Routen spielen sollten, dann heißt, ja, hier kommt die
ich wohne in Dortmund und ich fahre gerne nach Köln. Kannst du da auch mal hinfahren? Dann mache ich das natürlich auch für euch. Mir jetzt egal, was der Rot ist. Ich komme vielleicht sogar auch mit. Ja, mal schauen. Und Gesprächsthemen, Fragen könnt ihr auch gerne unten in den Kommentaren schreiben. Zum Beispiel jetzt letztens aktuell war Erdogan in Deutschland. Wie ich das finde, könnt ihr gerne auch fragen. Und natürlich versuche ich dann eventuell auch ein paar Experten, zum Beispiel ich habe einen Freund, der deine Eltern kommen aus Südtirol, aus Türkei, was er darüber denkt, wie er darüber ist und so. Können wir auch mal drüber reden, dann so nebenbei als Information, der mag Erdogan auch überhaupt nicht. Ja, also wenn ihr sowas wollt oder wie es in der Türkei ist, dann können wir gerne drüber reden. Das leider nicht. Ganz schön. Ja. Du hast einen Abonnenten mehr als sonst. Ja, genau. Das würde ich auch noch sagen. Danke an alle Abonnenten. So, das war mich auch. Ja, bei Fanbus gibt es auch ein Radio, aber das darf ich leider nicht laufen lassen, weil ich sonst wieder Probleme bekomme mit der GEMA und ja, das ist blöd heiß. Genau. Aber wenn ihr irgendwie musikalisch begabt seid und irgendwie Keyboard spielen könnt oder irgendwas anderes oder selbst genau Musik streamt, aber nicht GEMA Musik, ne? Dann, es sei denn, ihr habt die Rechte dafür. Genau, dann dann könnt ihr uns die Musik auch schicken, dann nutzen wir eure Musik bei mir im Spiel. So. Deswegen glaube ich jetzt mal eben das Radio ausmachen, wenn ihr das nicht schon gehört habt, weil ich will überhaupt kein Problem mit der GEMA bekommen. Ja, genau. So, dann werden wir schon geschlossen. Was ihr jetzt aber hört, was ich auch machen muss, ist die Ansage. Und dann geht's los. Wir fahren einmal ein paar Kilometer ab nach Kiel. Nach Rostock, Entschuldigung, wir sind von Kiel, wir fahren aber ein bisschen nach Rostock. Ich drücke Fahrt starten und wünsche euch eine angenehme Fahrt. Und nun kommt die Ansage und dann beginnen wir los zu reden über die DSGVO. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam und... Ha! Geil! Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und... So, ja, da gab es eine kleine technische Schwierigkeit, aber jetzt haben wir es im Proben, noch im Nachschluss. Aber jetzt alles okay. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschluss. Und wenn ich dann mit euch rede, fahre ich schon wieder falsch. Der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch so ist Paluden auch unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Aber der Moment ist erst, wenn du dagegen fährst. Unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut mal, dann können wir eigentlich schon mal losreden, weil wir haben unser Team noch 260 Kilometer. Über eure Likes und Nachrichten. Ja, auf jeden Fall. 260 Kilometer ist ein bisschen was. Problem. Ja, ja, aber besser Zeit zu reden. Nee, es geht ja um die DSGVO. So könnt ihr euer Smartphone und ich habe schon darüber angesprochen und Schützenfest ist ja. Nächste Fahrt auch Problem ist halt, wegen der DSGVO werden Schützenfest-Videos nie mehr das sein, was es vorher waren.
Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt, es sei denn, es ist auf dem Platz ausgeschildert, dass man sich, wenn man das Platz betritt, sich Einverständnis ergibt, dass man auch den Schlüssel bestellen kann. Das war auch im Schlüsselplatz, gab es zwei große Ausgänge dafür. So, aber halt das Antreten vor der Kirche sonntags und so, das geht halt nicht. Ich hatte eine Drohne dabei und wenn man die Leute nicht so gut erkennt, geht das wohl. Oder Schützenplatz. Andere Sachen oder andere Aufnahmen darf ich leider nicht senden. Ich habe ja schon mit Namen, habe ich am Samstagabend aufgepasst, das ist eine Ehrung mit Namen. Die habe ich ja schon mal rausgeschnitten, weil das für die Leute nicht interessiert oder wegen dem Namen, Datenschutz. Einfach habe ich das schon mal ein bisschen berücksichtigt, aber diesmal muss ich mehr extrem berücksichtigen. So, die Videos sind schon fertig, könnt ihr auch schon kaufen. Ich verlinke euch nochmal unten, wie ihr die bestellen könnt. Und der Trailer kommt aber dann erst so Richtung Pfingsten, so als Einstieg der Schlüsselfest-Saison 2019, wo die DSGVO wahrscheinlich wieder weiter in Kraft treten. Das heißt, es wird nicht mehr so sein wie sonst. Wenn ihr die Videos aber gerne sehen wollt, wie immer, müsst ihr euch leider die kaufen. Das, ich kann leider anders nicht verantworten. Das habe ich nicht entschieden, das hat die Europäische Union entschieden. Fickt euch! Was hast du wohl jetzt gerade gesagt? Das bin ich nicht. So. Also ich meine die EU, nicht euch. Ihr seid super. Ja, auf jeden Fall, eine Petition könnte man starten, aber ich glaube, das wird nicht bringen. Weil das eigentlich von den Politikern gesagt hat, ein sehr großer Schritt ist in die in die Datenschutz-Grundverordnung oder in Datenschutz. Das ist mir jetzt, ja, das ist natürlich für uns, oder für mich auch ein harter Schlag und für andere Leute, weil man nicht mehr alles filmen darf. Jetzt sagen ein paar Leute, ja, an einer 20-Personen-Gruppe darf, könnte man sie frei ins Internet stellen, aber das will ich nicht und, weil da muss man sagen, ja, hier, die sind nicht zu erkennen oder da kommen ein paar Juristen, die arbeitslos sind und trotzdem immer dann den ganzen Tag Internet nachschauen und sagen, hier Datenschutz, lala, will ich einfach nicht, weil manchmal sind nur 3 Personen im Vordergrund oder 5. Und ich gehe dann lieber immer nur auf sicher und mach dann lieber ganz viel raus, als irgendwie nachher zu verklagt werden und irgendwie 2000 Euro Strafe zu zahlen. Darüber habe ich jetzt nicht so richtig viel Bock. Ja, das war eigentlich die DSGVO, wie es mich betrifft. Und natürlich bei anderen. Dann, wenn man jetzt nochmal die DSGVO sich da ein bisschen was nachschaut, was am 25. Mai 2018 überhaupt in Gesetz eingetroffen ist, und man nur nach Gesetzen gehen würde der DSGVO, dürften Blitzer und darfst du bei Fernsehveranstaltungen, darfst du nicht gefilmt werden, weil du dich da ein. Aber in Notbedingungen von allen anderen, von Kartenservice, wenn du dahin gehst, oder Blitzer, gibt es wieder eine Ausnahmeregelung, dass sie nicht da filmen dürfen. So ist es. Aber wie man jetzt würde man sagen, okay, also Fußball ist ein öffentlicher Platz, öffentliche Veranstaltung, also darf man doch bei öffentlichen Veranstaltungen filmen. Nein, nur bei Fußball. Das ist halt so ein bisschen blöd. Ich kann wirklich nichts dafür. Das tut mir. Aber so ist es halt. Und was nützt sich darüber aufzuregen, wenn es doch nicht eigentlich fast nichts bringt? Ja. Was sagst du, Boy, dazu? Ich mag die DSGVO nicht. Das ist so scheiße, ne? Ich kann nicht mal mehr in Ruhe fotografieren, filmen, ohne den Leuten zu sagen, yo, ich hab dich auf dem Foto, darf ich das benutzen für irgendwas? Ne? Ich raste aus. Warum? Warum einfach? Beispielsweise, insgeheim, Paluten oder so. Grüße gehen raus an dich. Regt sich auch total krass drüber auf, weil das ist auch einfach kacke. Er kann seinen öffentlichen Vlogs nicht mehr machen, weil da auch vielleicht möglicherweise Leute drauf sind, die das nicht wollen, dass sie im Internet sind. Und das ist kacke. Man macht trotzdem Vlogs, aber ich könnte auch wieder Vlogs machen. Problem ist, man muss sich dann nur die ganze Zeit selbst in die Fresse filmen. Das sage ich jetzt mal so ganz einfach krass.
Allein auch, ich könnte auch wieder die Videos auch so online stellen, aber ich müsste dann entweder alle Fragen, die da drauf waren, das wären dann über 1000 Anträge für jeden Tag, die dann unterschreiben müssen, die ich auch hier zu Hause aufbewahren muss. Frage, welcher Mensch hat so viel Platz? Ich nicht. Und wer Mensch hat so viel Geduld? Und dann natürlich, Schützenwesten hat ja auch ein bisschen Alkohol, wenn die alkoholisiert sind und nicht mehr richtig klar denken können, unterschreiben, gilt der Vertrag auch wieder nicht dafür. Ja, und das Einzige, was mir noch übrig wäre, alles zensieren. Aber, was bringt das? Euch irgendwie, dann könnte ich gleich einen Podcast starten, Schützenfest. Dann könnte ich gleich wirklich Schützenfest nur eine Tonaufnahme und die irgendwie hochstellen. Da, weil, was bringt das euch, 200 oder über 100 zensierte Gesichter zu sehen? Die, das bringt überhaupt nichts. Aber wie gesagt, das Spannendste, wie Vogelschießen und der neue König ist natürlich drauf, die Weinplaneten. Ja, Kinderschützenfest ist auch wieder drauf und da bin sogar ich drauf, der kleine Fettsack in dem blauen T-Shirt. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall, so ist es wirklich. Dann möchte ich gerne nochmal dazu die Dinge danken. Danke an The Boy, dass du wirklich mitgemacht hast beim Schützenfest, mir zu helfen. Bitteschön. Wenn ihr immer wollt, dass ihr mal dieses Jahr einen Tag im Leben, wie ich Schützenfest-Videos wirklich filme, von morgens bis abends, wenn ihr es mal wirklich wollt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Auch wenn ihr sagt, ach, Boy, ich habe ein besseres Spiel für dich, wo du reden kannst. Ja, wo kommt LP? Ist ja egal, für wen. Ich meine, dein Kanal ist ja unten verlinkt, weil du ja wieder dabei bist. Dann schreib's gerne auch unten in die Kommentare. Wir sind für alles offen und wir zocken es auch wohl an. Wenn es dann einigermaßen gut ist. Natürlich auch, so wenn ihr andere, so. Ja, wenn ihr natürlich andere irgendwie Spiele habt, die wir gerne mal zusammenspielen sollen, wo wir nicht drüber reden sollen, auch unten in die Kommentare sagen wir auch oft genug bei Bausimulator, aber wie gesagt, wir haben dann, ich sag mal so, wir haben dann nicht so richtig viel mit Unrecht, weil es ist halt, und ich tue hier richtig lange, oder 17, das ist total blöd. So, die Station kenne ich schon, da musst du ganz leicht links. Ja. Ja, wie gesagt, Bausimulator ist nicht immer so das beste Spiel, oder ist nicht immer so gut zu spielen. Ich habe sehr viel Kritik, aber da soll sich jeder ein Bild davon machen. Ich kann gerne mal die Kritik äußern, aber das mache ich nicht in diesem Video, weil dieses Video eigentlich ja über die DSGVO gehen soll. Und ich habe noch 185 Kilometer, habe ich noch vor mir. Ja. Auf jeden Fall. Ihr könnt ja gerne euch mal selbst informieren über die DSGVO. Weil wenn ich jetzt den ganzen Gesetzentwurf vorlesen, das sind 99 Artikel plus alle Ausnahmeregelungen, dann sitze ich bis morgen Abend sitze ich dann hier vor und würde immer noch weiterreden und so viel Zeit habe ich jetzt auch wirklich nicht, weil nebenbei muss ich ja noch arbeiten und schlafen muss man auch irgendwann mal und dazu habe ich echt wirklich keine Zeit. Ja, und so ist es halt. Ja, so. Fahrgäste, die meckern auch immer sehr, sehr gerne Runden. Die sind nicht so richtig sympathisch, wie ich sie immer finde. Ein leichter Unfall, Sachschäden, aber ich habe keine Rückspiegel. Sieht man auch ganz schlecht. Der Rückfahrspiegel, dass man da nichts sieht. Ja, rechter Außenspiegel habe ich auch nicht. Mir reicht nur der linke. Ja, aber wenn man theoretisch. Okay, den Auto habe ich nicht gesehen. Aber wenn man blinken müsste man ihn eigentlich immer reinlassen. Aber wie man sieht, das sind ja NPCs. Die passen da ja nicht drauf auf. Das ist ja egal, wenn du da irgendwie was machst. Ich muss noch den Acer Predator bei der Kitliste hinzufügen. Und das Lenkrad und die Pedale und die beiden Bildschirme, ja, genau. Deine Tastatur, deine Maus, der Computer. Genau. Das nochmal zur Info. The Boy ist sehr macht sehr viel für mich, dafür auch immer ein Danke, das schön. Mit dafür. IT und so ein Scheiß macht. Ja, er macht hauptsächlich da Instagram-Seite, wo uns und folgen Webseite könnt. Und Kitliste. Genau. Das Einzige, was ich eigentlich mache, ist fast nur Videos schneiden.
und einen Film die ganze Zeit oder was? Also schneiden mache ich auch manchmal. Ja, aber dann auf deinem Kanal, ja. Aber nicht für mich. Ne. Aber das ist manchmal auch besser so, weil man muss wirklich sagen, am besten kann man seine eigenen Videos schneiden. Und mein Style-Stil muss man sich erstmal angewöhnen und muss wirklich dabei sein. Und wenn man fragt, wie viel hast du denn geschnitten wieder dieses Jahr für die Videos? Wenn ihr das mal gerne wissen wollt. Für ein Funkgeschießen am Montag habe ich 8 Stunden gebraucht und für einen Tag Samstagabend auch 8 Stunden. Das heißt, pro Tag sitze ich ungefähr 10 Stunden dran. Am Montag und Samstagabend länger. Oder ein Teil länger. Auf jeden Fall kommt da schon fast eine Woche Schnitt mit allem drum dran. Plus YouTube-Videos, plus extra Videos, wenn man sie bestellt. Kommt alles mit daran und das ist so vielleicht. Oh, ein Unfall ist hier passiert. Auch mal selten zu sehen. Ein Fernbus-Simulator. Ja. Frag mich aber nicht. Ich fand die Stücke jetzt, wenn ich nicht vorgefahren habe, die alles unverwüstet, aber. Okay, ist eine andere Geschichte. So, jetzt sind wir schon. Jetzt sind wir aus Schleswig-Holstein raus und befinden uns mit nur Puppenmann. So. Natürlich gibt es mehr, wenn man jetzt mit echten Fernbus fährt, gibt es mehr natürlich mehr Haltestationen als jetzt hier im Spiel. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und es sind noch nicht und wenn jetzt Leute denken, ja, ist ja schade, ja, ist halt ein Nachteil. Aber ich glaube, jede fitste Stadt nachzuprogrammieren ist auch nicht. Ich finde auch hier, wenn wir nach Bayern fahren, da gibt es auch viele Fehler. Aber allgemein zusammen ist, deswegen ist dieses Spiel eigentlich sehr gut, sich zu unterhalten. Ja. Wenn ihr das Video supportet, dann, und freut euch das zu sehen, dann gebt mir gern einen Daumen nach oben. Und support ist momentan die ganze Zeit ein bisschen still. Komischerweise, geht's dir nicht gut? Ah, doch, mir geht's gut, nur ich bin gerade mein Kanal ein bisschen am Ende. Also anschneiden. Ich hab gerade das Video hochgeladen, die Beschreibung noch erneuert, ein paar Bitlinks erstellt und so, damit das alles ein bisschen geordneter ist. Neue Playlist angelegt, also mein Kanal ist jetzt insgesamt ein bisschen ordentlicher gemanagt als vorher. Also, ja. Ja, wie man sieht, ich fahre gerade 100 und da stand gerade 60, das heißt, keiner kümmert sich hier drum, nur jetzt und der hat spät. Der hat ganz spät gebremst, wenn ihr das gesehen habt. Ganz, ganz spät. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Das, also ich habe noch keinen Führerschein, sage ich mal ehrlich, aber so spät bremsen tue ich auch nie. Wenn ich da irgendwie auf einmal langsam fahren muss. Ja. Und Autofahren ist wirklich einfacher als irgendwie Fernbus oder so Simulator zu fahren, das kann ich euch ganz einfach sagen. Wir haben es gerade 14.22 Uhr, das heißt. Ortszeit. Ja, Ortszeit. Das heißt, in. Schaffe ich. In ein paar Minütchen. In. Müssen wir los. In 38 Minuten. Muss los, aber. Kommt. Das. Erste. Bausimulator Let's Play online. Ja. So, bei dir. Nein, bei dir. Ja, das ist schon auf. Ich weiß, das weiter hoch, das ist ein Mikro. Bausimulator. Ja, wo wir aber nicht, wenn das online ist. Ja, du meintest, der Bausimulator kommt heute online, oder nicht? Ja, ja. Aber ich mache das auch weiter hoch. Ja, ich hab ja gerade gesagt, dass gleich in 38 ja, Minuten Bausimulator. Aber ich muss, wenn ich dann weiter hochlade, ich lade aber Bausimulator Mittwoch hoch. Ja, aber. Wo heute, ist die Logik? Ja, komm, heute ist Mittwoch. Und ja, Tag, heute ist Mittwoch, aber ich lasse weiter hoch. Ja, warum soll Mittwoch was online kommen? Ja, das ist nicht logisch. Denk ja mal drüber nach. Das schreibt mal alle in die Kommentare, wenn, oder like alle das Video, wenn ihr The Boy doof findet. Ich werde nochmal um eine Umfrage ein. Dann lassen wir ihn mal laufen und dann mal schauen, ob The Boy doof ist. Oder doof. Genau, dann könnt ihr oben gerne abstimmen. Ja. Und, ja.
Wie gesagt, ich habe immer noch ein bisschen Problem mit der Musik. Ich darf die immer noch nicht spielen lassen. Ja. Ich könnte auch natürlich auch einfach das Radio laufen lassen und der Gamer bekommen. Oder einfach immer nur alles ausschneiden, wenn da Verkehrsnachrichten kommen, was mal nicht Gamer geschützt ist. Ja. Oder ich muss einfach Originalradio davon die Stücke nicht laufen lassen. Und dafür dann einfach ganz normal nachschauen. Ja, natürlich gibt es dann auch auf YouTube könnte man ja auch die GEMA geschützten Sachen raussuchen, die müsste ich aber wieder reinschneiden. Und das ist wieder viel Arbeit und ich habe das schon mal gemacht, ein Video, und nachher wurde es auch wieder, ja, monetäre Urheberrechte sind irgendwie da wieder drin und was ich total einfach essen finde, deswegen. Wenn dann kommt, ist ja, aber ich möchte eigentlich so wenig wie möglich die Chance eingehen, dass da wieder was Einspruch ist und so weiter, aber alles ist okay. Wenn ihr sonst irgendwie Wunsch habt, was ich mal machen soll auf meinem Kanal, auch immer schön unten reinschreiben. Und Fragen können wir auch gerne machen, dann können wir die nämlich das nächste Mal beim Fernsehsimulator beantworten. Und dann schauen wir auch mal, was die Umfrage ergeben hat. Ob sie voll doof ist oder doof. Oder nicht, sagen wir mal sowas. Nachricht noch eher von ihm. Ja, so. Einmal geräuspert, so. 83 Minuten, 83 Minuten, sag ich schon, Kilometer noch. 83 Minuten geht ja gar nicht. Hab noch eine Stunde 10 Zeit. Weiß nicht, mit 83 schnell bin ich. Ja, wie gesagt, Fernbus irgendwie zu. Muss ich auch nochmal ein bisschen mehr üben. Mal den Gang höher schalten. Das ist auch das Blöde. Mit dem Auto kannst du, wenn du auf 50 bist und hast 2500 Ton, kannst du Gang hochschalten. Hier ist ein bisschen Halbautomatik, halb Gang hochschalten. Aber ich könnte jetzt nicht Gas wegnehmen und Gang hochschalten. Das geht einfach nicht. Da muss ich erst wieder auf 0 bremsen. Kann ich euch mal zeigen. Da unten rechts, da das kleine Rädchen. Neben dem Lenker das Rädchen. Genau, das geht nicht. Da, ich könnte jetzt gerne Hochtaste, kommt nicht. Wenn ich jetzt bremse hier, wenn ich jetzt ganz langsam bremse, warum liegt Anlage an? Musst du ja? So. Und jetzt bin ich auch nur. Jetzt kann ich hochschalten. Und dann kann ich weiterfahren. Aber so mitten während des Schaltens fahren geht einfach nicht. Was ist so ein kleines Nachteil im Spiel? Ab Freitag, also da wo dieses Video hochkommt, haben wir eine Website. Das versucht zu Boy gerade zu machen, aber ob der schafft, ist auch wieder so eine Frage. Das wird die Frage alle sehen. Also die Webseite, wenn sie fertig ist, unten verlinkt. Und dann können wir nachschauen, ob die gut ist oder schlecht. Also, aber das ist wieder ein Thema, anderes Video. Das ist anders. Bausimulation und eine kleine wichtige Sache, was ich euch sagen möchte. Wir haben eine Session gemacht. Oder machen wir eine Session, weil wir nicht so viel Zeit haben und noch andere Sachen haben. So, einmal gehupt. Gegenüber der Seite, ja. Es ist einfach so, wir können eure Kommentare momentan nicht dagegen nehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja, hier zippt und so weiter und denkt, oh, jetzt ist bis zum Ende Oktober, kommt mit Bausimulator, nimm mich nicht ernst. Nein. Wir nehmen euch wohl ernst, wir lesen die auch durch und schreiben wir uns auch für das nächste Mal, wenn wir Fernbus spielen. Aber wir können nur am Wochenende spielen, weil ich muss arbeiten und bin immer spät abends zu Hause. Und früh morgens bin ich auch schon weg und dann gibt es noch andere Sachen, Hobbys, die man hat, die man auch noch nachführen muss. Und da hat man nur noch ein bisschen weniger Zeit, aber dafür ist das Wochenende ja auch ein bisschen gemacht. Und andere Sachen zu machen und nicht arbeiten, dann kann man am besten spielen. Ja, es kann auch mal sein, dass wir vorproduzieren müssen, weil es kann ja sein, dass einer von uns in Urlaub fährt, aber wie gesagt, es kann auch mal sein, dass ich hier muss nur Leute alleine spiele und dann nichts aber so, weil irgendwie so Boy krank ist oder irgendwie sowas. Und wenn man Fernbus alleine hochkommt, entweder weil es eine besondere Folge ist oder wenn ich mal zu Zeitkräften überhaupt nicht reden kann oder so. Aber das wird dann alles vor Ort und Stelle erzähle ich, wird dann nochmal genauer erzählt, wieso. Ja. Weißt du, müssen wahrscheinlich in meinen
müssen dieses Jahr oder nächstes Jahr auch nochmal raus bei mir. Ich muss auch mal einen Tag ins Schlafbüro bei mir. Wenn ihr darüber wisst, irgendwie so, wie mein Alltag abläuft oder warum weiße Zähne und so weiter alles, könnt ihr gerne auch schreiben, fragen, einfach nur Fragen oder Anmerkungen. Wir nehmen natürlich an und versuchen alles besser zu machen. Ja. Und Fernbusse fahren ist immer noch schwerer als vorher, aber so kann man leben. Ich bin nur gespannt, aber wie gesagt, ich muss es noch irgendwie nachschauen mit dem rechten Außenspiegel, dass ich da auch mal sehe, aber das ist alles später. So. 40 Kilometer noch. Wir sind gleich da. Wie weit bist du denn schon mit der Webseite? Ich muss erstmal das Passwort von unserer Instagram-Seite auskramen. Scheiße. Das weiß ich ja noch nicht mal. Das ist ja das Problem. Ich mach doch ein neues Passwort, was ich dann auch kenne. Hast du nicht irgendwie auf Word oder irgendwie sowas eine gespeicherte Datei, wo alles drin steht? Ja, blöd, ne? Ja. Deswegen gibt es ja die Umfrage. Ja, aber kannst du mal gerne irgendwie. Werden wir von der Polizei. Mach doch was Neues. Nur Leitplanke geschleift. Schaffen wir einen Fernbus da vorne zu überholen? Wahrscheinlich nicht, weil es schneller ist als ein LKW und ich muss erstmal lange beschleunigen. Das wird sehr, sehr schwer. Aktuelles Passwort, das war doch irgendwie. Oder so? Über das LKW sagt er eigentlich gar nicht. Oh, LKW, mach hin! Wir dürfen nur 60 fahren, ich bin nur ein paar Kameras zu schnell. So, auf 40 darf man, ist man Führerschein los für einen Monat ungefähr. Und das Auto hätte es auch nicht machen dürfen, das ist auch so ein Problem. Also, da denken wir auch so. Leute. Wenn ich im Unrecht habe, dann tut mir leid, aber ich finde so, Unrecht habe ich gar nicht, aber. Okay. Ist Ansichtssache, sag ich mal. Mindestabstand wird wahrscheinlich auch nicht hier gehalten, aber auf jeden Fall. Wenn ihr denkt, so fahre ich in Wirklichkeit, mache ich wirklich nicht. Ich fahre ordentlicher in Wirklichkeit und manchmal sind auch die NPCs in Real-Life-Menschen sind echt bescheuert wie die NPCs. So. Das ist kein Elchtest. Auf jeden Fall echtes. Ich hatte dir doch. So, weg hier! So, ein bisschen Paluten-Style, aber Ich hatte dir doch. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich hab dir doch mal ein Bild geschickt, da steht das drauf. Ja, das ist auch vom alten Handy wahrscheinlich. Ja, nee, auf jeden Fall, Instagram komm ich mit mir auch und lade was hoch. Ja. Auf jeden Fall, 11 Kilometer noch, wir sind gleich da. Ich kann schon mal sagen, wenn es euch überhaupt gefallen hat, die Folge, und was ich ja schon einmal gesagt habe mit Ideen, schreibt in die Kommentare, gebt in die Video einen Daumen nach oben, abonniert mich und oder The Boy, auf jeden Fall Glocke aktivieren, dann kriegt ihr nämlich Benachrichtigung, wenn wir wieder was Neues hochladen. Wenn ich mal einen Livestream machen soll, oder ich mit The Boy oder so, mal wirklich Fernbus fahren soll, mit dann Musik im Hintergrund, die YouTube sagt, ja, die ist eigentlich frei. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare oder oder wir machen das zu Weihnachten und üben dann ein bisschen ein paar Weihnachtslieder. So, ich bin einmal geblitzt. Wie gesagt, die ist vor, du darfst eigentlich kein Foto machen, aber ist wieder eine Ausnahme. Habe ich das auch schon mal gezeigt. So, Fernbus, einmal überholen mit in der Stadt. Ich fahre 50, weiß gerade nicht, wie schnell ich war und ich fahre wieder falsch. Aber ich kenne ja noch Wind. Das ist ja das Beste daran. Gut, der biegt ab, der ist richtig, aber ich habe ja noch ein paar Minuten gut. Also, so schlimm ist es jetzt auch nicht. So, einmal über den Bordstein, gleich der Unfall. Was war das für ein Unfall? Ja, wir haben LKW gequatscht. Aber ist mir jetzt alles scheißegal. Allein, wenn man hier auch nicht kann. So, ich setze mich einmal zurück, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier runterzuschalten. So.
Was ist los? Sonntagsfahrer. Nö, das ist ja mal ein bisschen. Ja, wenn ihr jetzt fragt, wieso er das fragt, ja. Er schneidet das alles auf meinen Laptop. Ja! Ein Acer Predator 15. Ja. Das ist aber nichts Wichtiges. So, ich bin jetzt vorne zurückgesetzt, weil ich kann vorne nicht weiter. Weil ich gleich noch weiterfahren. Jetzt ist hinter mir wieder so ein scheiß LKW, der mich nicht vorbeilässt. So. Jetzt also, wenn ich wieder auf der richtigen Fahrt bin, dann spul ich wieder auf dem richtigen Fahrt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich habe nur noch 15 Minuten für eine Stunde. Deswegen fahre ich jetzt ein bisschen anders, so ein bisschen. Ich muss schnell am Ziel und fahre ein bisschen wild, aber eventuell mögt ihr auch so ein paar Looten-Style, das weiß ich ja nicht. Das müsst ihr nochmal beantworten. So. Halb auf dem richtigen Weg, aber nie ganz am Ziel. So sieht's aus. So. Da vorne stehen sie schon. Hast du irgendwelche Bilder auf? Was meinst du? So. Ich kümmere mich gleich um die Webseite noch ein bisschen mit. Wir sind da, wir sind pünktlich angekommen. So, einmal. Warnblinkanlage an. Einmal. Türen auf. Aussteigen. Leute, irgendwie Koffer holen lassen. So, das war's heute mit der ersten Folge Fermo Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal fahre ich mit denen in Person und dann fahren wir von Rostock nach Stralsund. Ist mit einer Pause, aber die Pause kann ich natürlich überspringen. Wenn euch die gefallen hat oder wenn ich was Verbesserungsvorschläge, das heißt, sagt beim nächsten Thema, wenn ihr nicht mehr so viel zu reden habt, dann überspringt einfach da so Sachen oder Autobahnfahrten. Dann schreibt es mir in die Kommentare, ich nehme das gerne zur Kenntnis. Eigentlich muss ich Rasten machen, aber mache ich jetzt nicht. Weil der Rast ist eigentlich erst hier geplant. Ja. Ist auch egal, ich spreche das Spiel, bedanke mich sehr gerne, hier habe ich auch schon mal mit dem gespielt, München Wien, zur Info. So, wird gespeichert, dann kann ich da wieder anfangen, wo ich aufgehört habe. Und bedanke mich herzlich und bis zum nächsten Mal und damit tschüss.